Heute ist als letztes in unserer Verbandsliga-Vorschau der SV Steinbach mit dem Karl-Josef Müller, genannt Kalle, an der Reihe. Trainer vom SV Steinbach. Wir sind auch im Sportlerheim vom SV Steinbach. Noch 2 Tage bis zum Start. Für die Steinbach geht es in Asbach los, gleich eins von den 2 großen Derbys. Kalle, sind denn alle bereit? Ja, ich denke, dass wir ganz gut gerüstet sind, eine gute Vorbereitung gemacht haben. Dieses Jahr anders wie im letzten Jahr. Und ja, wie jede Vorbereitung gibt es natürlich Höhen und Tiefen in der Vorbereitung, wo die Höhen aber überwogen haben. Die Testspiele waren bedingt zufriedenstellend. Wir haben sehr starke Gegner gehabt wie Eisenach, Braunschweig oder Lehnarts 1. Aber uns fehlt ganz einfach noch die Konstanz über 90 Minuten, ja, unser Spiel komplett durchzuziehen. Ja, letztes Jahr gab es viele Verletzte zum Start, deswegen gab es dann auch dementsprechend schwache Ergebnisse. Sind denn dieses Mal alle dabei? Ja, bis auf Alex Terente, wo die Verletzung von letztem Jahr wieder aufgebrochen ist. Sein Innenband ist wieder lädiert. Zudem kommt der André van Leeuwen, der eine Adduktorenzerrung oder Schambeinentzündung hat und noch rumlaboriert. Und dann ist es der Steffen Drabot, der sich jetzt im letzten Testspiel gegen Künzell das Nasenbein gebrochen hat. Und da wird es halt kurzfristig entscheiden, ob ja rechtzeitig eine Maske fertig wird. Oder eben auch nicht, dann ist der Einsatz fraglich beim Steffen. Ja, sind dann schon wahrscheinlich 3 Stützen. Ist das auffangbar? Ja, wird schwer für uns, darf mit Sicherheit nichts mehr dazukommen. Und bei dem einen oder anderen ist ja auch noch Hoffnung da. Wir haben ja noch ein paar Tage und ja, bin guter Hoffnung. Ja, hast eben schon den André van Leeuwen angesprochen. Der ist wie der Julian Rode und der David Giebel, der zwar 2 Jahre oder über 2 Jahre pausiert hat, alle 3 vom Hünfelder SV gekommen. Wie zufrieden bist du denn mit den dreien? Ja, mit dem André und mit dem Julian bin ich höchst zufrieden. Wie gesagt, genau das, was ich mir versprochen habe. Sind sehr talentierte Spieler, ziehen super mit, passen sehr gut in die Mannschaft rein. Und ich denke, wir werden in der Runde viel Spaß mit ihnen haben. Mit dem David Giebel, er ist nicht ganz so weit, hat jetzt 2 Jahre pausiert, nach 2 Kreuzbandrissen in Folge, ist er noch im Aufbautraining. Und ich denke, dass er über kurz oder lang auch zustoßen wird. Ja, aus der Jugend hast du noch einen Mirko Botta zu bekommen. Der Mirko Bott und der Silas Kochanski und Nikolas Kochanski und der Papert als zweiten Torwart. Hoffnungsvolle Talente, die auch super mitziehen und ja, die gewisse Geduldigkeit mitbringen müssen. Ja, die Verbandsliga hat sich ein bisschen gewandelt. In Osthessen ist Hünfeld und Borussia dazugekommen. Sicherlich keine schlechte Geschichte, oder? Nein, ich denke, dass seit Jahren wieder die interessanteste Verbandsliga, die es gegeben hat, mit den, wie gesagt, Top-Vereinen Borussia Fulda, mit Hünfeld, die Aufsteiger KSV Baunatal, Regionalliga-Reserve. Ja, ich denke, dass das Niveau dieses Jahr wesentlich höher ist. Ich finde auch, dass die Spitze dieses Jahr breiter ist, anders wie die letzten Jahre, wo einfach nur ja, eine Spitzenmannschaft da war, relativ deutlich Meister ma machen konnte. Wird, glaube ich, dieses Jahr trotz der Top-Favoritenstellung Borussia Fulda nicht ganz so einfach werden. Weil ich denke eben, es sind 4 Mannschaften, die um Titel mitspielen können oder Fulda gefährlich werden können. Das ist einfach der HSV, es ist Sand, es ist Sport Kassel und wie gesagt die 2 genannten Regionalliga-Reserven, Hessen-Kassel, KSV Baunatal und auch ich denke Lehnarts 2, die letztes Jahr schon für Furore gesorgt haben, dieses Jahr mit Sicherheit auch nicht schwächer sein werden. Und Steinbach ordnet sich direkt dahinter ein? Drüber. Sorry. Nein, für uns gilt es ganz einfach, in erster Linie den Klassenerhalt zu schaffen und dann ja, möglichst schnell und dann einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Wäre für uns top. Man muss immer sehen, wo wir herkommen. Wir sind ein kleines Dorf von 1000 Einwohnern und es ist eigentlich schon sensationell, in einer Klasse mit Borussia Fulda oder mit Lehnarts oder Hünfeld zu spielen. Jetzt gibt es die 3 Müllers, wieder alle 3 in Osthessen, einer in Künzell, einer in Steinbach, einer in Fulda. Kann de Kalle dann irgendwie noch einen fußballfreien Tag am Wochenende verbringen oder ist er dann, wenn er Samstag spielt, sonntags immer bei einem von den Söhnen unterwegs? Ja, bei uns gibt es die letzten 20 Jahre, ist jeder Tag Fußball und es wird auch, ich denke, die nächsten paar Jahre auch so bleiben. Ja, dann nochmal zu Asbach zu kommen. Am Sonntag geht's los. Was ist da zu erwarten? Was ist da für eine Mannschaft zu erwarten vor allem? Und was erhoffst du dir da für eine Kulisse? Ja, ich denke, Asbach wird dieses Jahr auch wieder eine gute Rolle, also eine Rolle um Platz 5 spielen.
sehr gut trainiert. Dann Derby-Charakter, wo immer alles drin ist. Und ich hoffe auf eine tolle Kulisse, gerade im ersten Spiel. Ist auch ein klein bisschen Brisanz drin mit den einigen Ex-Steinbacher Spielern, die in Asbach spielen. Und ja, ich denke, dass da für Spannung und Brisanz gesorgt ist. Gut, dann danke ich dir, Kalle. Wünsche einen guten Start am Sonntag in Asbach und eine erfolgreiche Saison für den SVS. Danke. Danke.